Im Februar ein knappes Ja zur Masseneinwanderungsinitiative, jetzt ein deutliches Nein zu Ecopop. Zweimal eine zuwanderungspolitische Vorlage, einmal war das Stimmvolk für eine Begrenzung, das zweite Mal dagegen. Ist das ein Widerspruch? Über die Frage, wo die Schweiz am Ende des politisch hochspannenden Jahres 2014 steht, diskutieren wir jetzt in der Basler Zeitung Standpunkt. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Und das sind unsere Gäste. Der Ueli Mäder, er ist Professor für Soziologie an der Universität Basel. Sein Forschungsschwerpunkt ist die soziale Ungleichheit. Dazu gehören auch Themen wie die Integration und Unterschied zwischen Arm und Reich. Der Michael Herrmann, er ist Leiter der Forschungsstelle Sotomo in Zürich. Als sogenannter Politgeograf setzt er sich mit dem Verhältnis von Gesellschaft, Politik und Raum auseinander. Ihnen beiden gegenüber sitzt Dominik Feusi. Er ist Leiter der Bundeshausredaktion der Basler Zeitung. Die Basler Zeitung ist Veranstalterin dieser Sendung. Und Dominik Feusi vertritt heute den Chefredakteur Markus Somm, der sonst der feste Gast ist in dieser Sendung. Und der Georg Kohler. Er ist emeritierter Professor für politische Philosophie. Er hat von 1994 bis 2010 an der Universität Zürich gelehrt und ist heute vor allem publizistisch tätig. Sie alle herzlich willkommen in dieser Sendung, Georg Kohler. Einmal Ja, einmal Nein im gleichen Jahr zu einer zuwanderungspolitischen Vorlage. Verstehen Sie die Schweiz noch? Ja, ja. Also, ich finde, das ist kein grosser Widerspruch. Es langt ja, wenn man jetzt einer bestimmten Vorlage Ja gesagt hat, also eben die Vorlage vom 9. Februar, das letzte Woche ist deutlich weitergegangen. Mhm. Zweitens ist es ja so, dass die Leute, die dort Ja gestimmt haben, zum Teil auch sozusagen im Sinn von einem berühmten Warnschuss Ja gesagt haben. Die sind jetzt ein bisschen nervöser geworden und haben Nein gesagt. Und drittens eben, ist es ganz klar, und ich glaube, das hat dann eben auch einige bewogen, dass die Ecopop-Initiative das Verhältnis zu der EU tatsächlich fast ruiniert hätte. Und im Fall von der Masseneinwanderungsinitiative hoffen wir ja immer noch, dass es zu reparieren ist. Also es gibt gute Gründe, finde ich, dass man erklären kann, wieso relativ viel, aber es war auch etwa die Hälfte, Ja gesagt haben am 9. Februar und sehr viel mehr dann Nein gesagt haben vor einer Woche. Es war überraschend, wie viele sich da umentschieden haben. Ich finde das aber eigentlich noch ein gutes Zeichen. Aber wenn man jetzt mal den Aspekt der Zuwanderung würde anschauen, haben Sie das Gefühl, die Schweiz hat in dem Fall gesagt, wir wollen die Zuwanderung begrenzen, aber nicht ganz so radikal? Ja, so kann man das sagen. Ich meine, die Zuwanderungsbegrenzung, die steht jetzt einfach mal, 9. Februar. Da kann Sinn, das schlägt kein Geiss weg. Die Frage ist, auf welcher Ebene man das vielleicht eben kann kompatibel machen kann. Mhm. Das ist jetzt das Kunststück, wo wir jetzt zuschauen und irgendwie uns beteiligen. Aber dass man jetzt die ganze schweizerische Politik und Gesellschaft nicht einfach nur über die Begrenzung von der Bevölkerung kann bestimmen, das ist eigentlich vernünftig. Grosse Gelassenheit spüre ich da auf der Seite von Georg Kohler. Michael Herrmann, sehen Sie es gleich entspannt und sagen, nein, ist eigentlich kein Widerspruch? Es ist kein Widerspruch, aber es ist schon faszinierend, wie gross oder die Spannbreite ist. Weil bis jetzt ist ja noch nie eine Zuwanderungsbegrenzungsvorlage, ist noch nie mehrheitsfähig gewesen bisher. Und zugleich ist die jetzt auch extrem, also die Zustimmung knapp über 26%, oder ist sehr tief, oder vergleicht noch mit der 18%-Initiative, was 36% war. Also die Spannbreite ist schon außergewöhnlich. Und was ehrlich noch. Aber was ist denn da vorher passiert, am 9. Februar? Also jetzt so deutlich, und Sie sagen, die 18%-Initiative eigentlich auch sehr deutlich mit über 35% damals. Was ist denn im 9. Februar passiert mit der Masseneinwanderung? Also was interessant ist, ist, obwohl sozusagen das Niveau viel tiefer ist von der Zustimmung, es ist ja immer, wenn man jetzt schaut, welche Gemeinden und Regionen zugestimmt haben, oder mehr oder weniger, stimmt praktisch überein wie mit dem 9. Februar, einfach auf viel tieferem Niveau. Mhm. Und wiederum, der 9. Februar stimmt überein mit der Ausschaffungsinitiative, mit der Minarett-Initiative. Also offensichtlich geht es um Wert. Also es geht um die Frage, Öffnung, Abgrenzung, wie viel Fremdes wollen wir, wie viel Fremdes können wir tragen. Aber obwohl es um Wert geht, ist es eben nicht so, dass einfach die Leute entweder, man sagt, xenophob sind oder offen, sondern die meisten Leute sind irgendwo, oder alle Leute sind irgendwo in einem Spannungsfeld drin, zwischen
sehr offen, sehr sozusagen, man kann gut mit Fremdem umgehen und sehr verschlossen. Und jetzt ist das einfach auf dieser Skala ist das einfach niemand anders eingeschlagen, sozusagen. Also, und das ist auch noch faszinierend, dass auch wenn es um Werte geht, sind die Leute nicht einfach schwarz und weiß, sondern sie sind wirklich differenziert entscheiden. Und das finde ich auch, was Herr Koller gesagt hat, das ist ein gutes Zeichen. Dass, und vorher war auch ein bisschen der Diskurs gewesen, ja, die Leute, die wollen jetzt immer mehr Druck machen. Oder? Mhm. Man sieht, es wird nicht immer eins zu eins umgesetzt. Also es gibt so einen Rausch von diesen Initiativen, wo die Leute eigentlich gar nicht mehr schauen, was es genau ist, weil sie sagen, es wird eh abgedämpft. Und gar nicht mehr so entschieden wird, rational. Und das ist jetzt eher der Gegenbeweis, dass eben doch noch sehr genau, sehr genau geschaut wird. Und für mich ist es eigentlich eher das Zeichen, dass die SVP sehr geschickte Initiativen gemacht hat. Mit der Masseneinwanderung. Also Masseneinwanderung ist eben anders als all die anderen Zuwanderungsbegrenzungsinitiativen. Es ist nicht eine feste Zahl drin. Mhm. Es heisst dort drin, wir müssen das wirtschaftsverträglich umsetzen. Das sind alles Sachen, die eigentlich sehr clever waren. Und das ist eigentlich, es hat sich gar nicht das Volk so fest bewegt, sondern es gibt gewisse Gruppen, die einfach sehr clevere Initiativen anfangen. Und durch das auch können Mehrheiten bei Themen haben, die es bis jetzt nie Mehrheiten gegeben hat. Dominik Feusi, Sie als Journalist und ja, Politik auch sehr genau beobachten in der Schweiz als Bundeshauschef der Basler Zeitung. Wie beurteilen Sie den offensichtlichen oder vermeintlichen Widerspruch? Ähnlich. Ich würde den Ball aufnehmen vom Herrn Herrmann. Ich meine, am 9. Februar ist es nicht, meiner Ansicht nach nicht um eine Begrenzung der Zuwanderung gegangen, sondern wesentlich um eine Steuerung. Weil es eben keine fixe Zahl oder eine Prozentzahl oder irgendwie so in dem Text von dem 121a-Artikel in der Bundesverfassung hat. Und darum, glaube ich auch, ist es nicht ein Widerspruch. Die Leute in diesem Land wollen, dass der Staat die Zuwanderung steuert, das kann man gut finden oder nicht, mit Kontingenten steht drin. Oder? Das ist, macht uns Mühe denn, mit unseren Partnern, die wir Verträge haben, das ist richtig. Aber sie wollen offensichtlich nicht eine fixe Begrenzung. Sie sind auch nicht xenophob, sie sind auch nicht rassistisch, sondern man hat einen sehr, glaube ich, einen differenzierten Entscheid gefällt. Teilen Sie das, Solimäder? Also jedenfalls, dass es etwas Graduelles ist oder, und nicht einfach zwei paar völlig unterschiedliche Stiefel, das denke ich auch. Wobei im Vorfeld vom 9. Februar, oder, das war eine spezielle Situation. Ich besinne mich bei so der Spalenberg mit einem bestandenen FDP-Mitglied aufgelaufen und der hat mir dann gesagt, also da halte ich es jetzt schon mit der SVP. Oder? Und denen gebe ich im Moment auch ein bisschen Geld. Weil heute brauchen wir eher ein bisschen Hardliner wieder. Aber im Herzen ist er 100% sonst quasi Freisinnigen. Oder? Also ich glaube, im Vorfeld von dieser Abstimmung, also dort haben mehrere Gründe mitgespielt, wo die einen und die anderen auch veranlasst haben, so ein bisschen Zeichen zu setzen. Mittlerweile ist ein paar Monate her, oder? Und da sind Diskurse andere. Und ich finde noch wichtig, oder selbst wenn es jetzt ein Widerspruch wäre, also was heisst ein Widerspruch? Ist ein Widerspruch immer etwas Schlechtes? Also ich habe den Eindruck, wir sind nicht mehr in der industriellen Moderne, das war früher noch so ein kategorisches Entweder-oder-Denken gewesen, oder? Und heute sind wir mehr so auf dem Weg, reflexiv in Moderne ist vielleicht ein bisschen hoch gesagt, aber wir können doch mehr auch Zukunft antizipieren. Und von dort her denke ich, das Zulassen von Widersprüchen, das ist etwas, das heute umso mehr in unsere Zeit hineingehört. Aber gleich macht das natürlich Schwierigkeiten, eine Schweiz irgendwo herzutun und einzuordnen. Das macht es schwierig. Oder? Wir hätten es gerne so klar und so eindeutig. Aber das ist auch trügerisch. Das passt nicht mehr in eine Zeit, wo so viel in Bewegung ist, wo wir viel pluralisiertere soziale Strukturen haben. Da ist es nicht mehr so sehr das Entweder-Oder. Da ist es manchmal mehr das Verbindende und, wo gefragt ist. Manchmal mit der Gefahr, dass es allzu sehr in eine Beliebigkeit abdriftet, aber wir müssen mehr lernen, mit Widersprüchen umzugehen. Ich finde einen ganz spannenden Ansatz. Ich würde gerne dort einhängen und mal schauen, wer ist denn die Schweiz jetzt eigentlich, die Schweiz im Jahr 2014. Sehen Sie das auch so, Herr Kohler? Ist die Schweiz eine Schweiz, die sehr, sag ich mal, flexibel sich ein bisschen anpasst, permanent schaut, in welche Richtung geht es und dort bewegen wir uns auch, mal so, mal so. Und durch das aber auch nicht mehr unbedingt einen 100% verlässlichen Partner für das Ausland zum Beispiel. Oder würden Sie da etwas anders sehen als der Herr Medri? Wenn man so kollektivpsychologisch schaut, man kann ja flexibel sein, selbstsicher und sagen, okay, jetzt schaue ich mal dort am meisten für mich rauszuholen. Und dann sagt man, kostet mir jetzt ein bisschen zu viel und geht da hin. Also die selbstsichere Flexibilität, die sehe ich also nicht. Ich würde eher sagen, die Schweiz ist tatsächlich irgendwo verunsichert, weil
Das Selbstbild, das eben sehr lang funktioniert hat, mit der bewaffneten Neutralität, mit dem, was ganz wichtig war, dass man gesagt hat, politisch ist eigentlich mehr oder weniger klar, ist unsere Sache, aber wirtschaftlich sind wir vernetzt mit der ganzen Welt. Gerade die, wenn man so will, produktive Schizophrenie, die in der Schweiz lang funktioniert hat. Man hat ja manchmal gesagt, schweizerische Außenpolitik ist Außenhandelspolitik. Und das ist auch gut gegangen, das ist einfach vorbei, leider. Oder wie auch immer, es ist vorbei. Politik, Wirtschaft sind viel enger zusammen. All die Umfelder, die wir haben, haben unter dem Druck im weitesten Sinn von Globalisierung, von dem enormen Modernisierungsschub, der einsetzt nach 1989, ist einfach alles im Fluss. Mhm. Also verunsichert sind nicht nur die Schweizer, sondern Resteuropa auch noch. Und in dieser Situation ist man und dann orientiert man sich mal am Wert X, mal am Wert Y. Und in dem Sinn ist noch kein klares Gefüge da. Aber es ist also mehr Zeichen von einer Unsicherheit als eben von einer Selbstbewusstseinshaltung. Ja, von einer Unsicherheit, aber nicht unbedingt. Also es ist eine logische Unsicherheit. Ich sage das. Das Gegenteil. Ich würde fast sagen, es ist das Gegenteil. Es ist eine gewisse Zusicher, man ist zu sicher und zu selbstsicher. Ja, so das kann auch fast ein bisschen Überheblichkeit sein. Ja, also so kann man es sehen. Man kann sagen, also eben, wenn man jetzt Psychologie, Kollektivpsychologie macht, es ist so ein eine Schaukel zwischen leichtem Grössenwahn und Minderwertigkeitskomplex. Aber das finde ich jetzt, das kann man sagen, ist ganz lustig. Aber Grössenwahn im Sinn von, wir können auch allein. Ja, wir können auch allein und so weiter. Nein, aber eben, das kann man als Bonmot mal probieren. Aber im Wesentlichen. Ja, das finde ich schon, ist ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt von dem. Oder jetzt, man hat die Krise, ne, die in Europa fast flächendeckend war. Mhm. Sehr gut überstanden, wir haben sehr gute wirtschaftliche Daten. Wir hat, ist politisch funktioniert das immer relativ reibungslos. Man fühlt sich eigentlich den anderen überlegen. Und das Überlegenheitsgefühl ist jetzt, halt, wo wir auch schon so lange wirklich keine Krise mehr hatten, gestiegen. Und das führt auch zu einem gewissen Gefühl, wir könnten schon noch einen besseren Vertrauen. Ganz kurz widersprechen? Ich würde sagen, gerade die doch massive Reaktion bei der Ecopop, sagt, naja, könnte ja sein, dass wir nicht allzu sicher sind. Also man ist ja da sehr stark ins Verhältnis zu Europa involviert worden über diese Sachen. Und dann gesagt, nein, überreizen wollen wir es auch nicht. Weil man dann die bilateralen Verträge definitiv gefährdet also hätte. Es gibt einen Hang vielleicht zu grosser Selbst, zu übertriebener Selbstsicherheit. Mir auch ein bisschen zu denken. Aber ich finde, ich würde es jetzt einfach ein bisschen neutraler sagen und sagen, in der jetzigen Situation, das hat ja der Ueli Mäder eigentlich gesagt, ist es eigentlich klar, dass man in einer gewissen Orientierungsunsicherheit steckt zwischen verschiedenen Werten. Und da versucht man jetzt nicht einfach flexibel sich anzupassen. Wenn das so wäre, ging das viel leichter. Sondern man schwankt so ein bisschen hin und her. Wir haben noch nicht eine klare Identität. Da gefällt sich. Wir haben doch immer in den letzten 150 Jahren gelebt in dieser Zweiteilung zwischen Kleinsein und gleichzeitig Grossdenken. Das ist ein Kontinuum meiner Ansicht nach. Was jetzt anders ist, ist natürlich, dass wir eine Regierung haben, wo links aufgestellt ist, links politisiert und das Kleinsein, das Unterlegensein zelebriert, oder? Vis-à-vis der Europäischen Union auch. Und gleichzeitig haben wir eine Bevölkerung, die das anders empfindet. Wieso meinen Sie zelebriert? Ist fast unterwürfig die EU gegenüber? Ja, also es gibt verschiedene Beispiele, die man gerade in den Sinn kommen. Also es ist bekannt, dass die Schweiz zum Beispiel bei den institutionellen Abkommen, die man verhandelt, vorgeschlagen hat, man soll den Europäischen Gerichtshof nehmen, wo kein Schweizer drin sitzt und nicht der EFTA-Gerichtshof, was eine Möglichkeit wäre, oder ein Schiedsgericht, wie der Normalfall ist zwischen zwei Vertragspartnern. Das kommt mir in den Sinn. Oder auch andere Zugeständnisse, die man gemacht hat im Bereich der Finanzmarktpolitik. Das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber Sie haben das Gefühl, das Volk lehnt sich jetzt genau gegen das auf? Ja, darum haben wir auch Initiativen von rechts. Oder? Darum redet man auch plötzlich von einer Initiativflut. Wo wir in den 80er Jahren, als ich politisiert wurde, haben wir lauter Initiativen von links gehabt. Es hat niemand von Initiativflut geredet. Oder? Es ist erst jetzt plötzlich ein Thema. Ueli Mäder, Sie haben vorher gerade kurz intervenieren, habe ich gesehen. Ja, an ein paar Punkten. Legen Sie los. Also, im ersten stimme ich zu. Also die 150 Jahre, wenn man zurückschaut, kann man sagen, wirtschaftspolitisch hat eigentlich die Schweiz ein sehr ausgeklügeltes System gehabt und ein Wechselspiel so zwischen mehr marktöffnenden und dann wieder mehr protektionistischen Massnahmen. Das ist manchmal auch ein bisschen opportunistisch gewesen, aber man ist sehr gut damit gefahren. Es hat die Schweiz reich gemacht und dann hat das auch den Nebeneffekt, oder, dass man sich dann dank diesen riesigen technologischen Errungenschaften sich selber auch ein bisschen
überhöht, oder? Aber das Überhöhen, das ist dann für mich auch nicht ein entweder oder sind sie jetzt unterwürfig oder sind sie überhöht, sondern das sind für mich oft so ein bisschen Kehrseiten von der gleichen Medaille. Und um das zu verstehen, habe ich den Eindruck, ist es so wichtig, oder, was Herr Kohler gesagt hat, das auch mehr strukturell anzugehen. Die Aspekte, die Sie jetzt erwähnt haben, so ein bisschen von dem subjektiven Faktor von der Politik, ob die jetzt ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts besetzt ist, who knows, das mag mitspielen. Aber im Kern habe ich den Eindruck, spielt das eine größere Rolle, also dass wir einen relativ starken sozialen Wandel haben, oder? Wo sehr vieles in Bewegung gesetzt haben. Und Sie haben zu Recht gesagt, das betrifft doch nicht nur die Schweiz. Das geht doch den anderen Ländern auch so. Es ist ein bisschen viel Einfluss gekommen. Und ich meine, durch Globalisierung zum Beispiel. Ja, ich meine, ich gehöre auch zu denen. Oder? Wir haben hoch die internationale Solidarität skandiert. Und heute haben wir nicht eine Globalität, die sozial, kulturell, politisch, selbstverständlich auch wirtschaftlich prägt ist. Heute haben wir einen einseitigen wirtschaftlichen Globalismus. Und das führt auch zu gegenläufigen Entwicklungen. Und das heisst dann eben, dass man dann den Gartenhaken ein bisschen sehr hoch fahren lässt. Dann sucht man wieder so vordergründig den Halt ein bisschen im Simplifizieren und im Pauschalisieren und weniger im Differenzieren. Also von daher sind das für mich Gegenläufigkeiten, eine Reaktion, dass man wieder die Identität so Blut und Boden und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, sucht. Das hat irgendwo etwas Verständliches, etwas Sympathisches, aber in der heutigen Zeit auch etwas Gefährliches. Was ist das Gefährliche? Ich habe den Eindruck, einfach, dass man entweder einfach sich zurückzieht ins Schneckenhaus, oder? Und die Kehrseite davon, dass man in anderen Bereichen wirtschaftlich dann so eine gewisse Flucht nach vorn macht, übereifrig, einfach von Pontius zu Pilatus und ganz vieles ganz schnell. Und da würde ich sagen, ja, das braucht eine gewisse Klassenheit. Dann wäre ja Eckebot nicht so deutlich abgelehnt worden, wenn es das Blut und Boden, wenn das wirklich auf dem Vormarsch wäre. Aber faszinierend ist Blut und Boden ist ein bisschen... Oder? Nein, wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein bisschen einfach, das einfach zu sagen, wir sind auf dem Trip in eine abgeschottete xenophobe Schweiz. Das sehe ich überhaupt nicht. Oder? Und das andere muss ich schon noch sagen, ich meine, es gibt auch noch kürzlich ganz frische Bundesratsentscheide, wo man sich so als rein... Nicht subjektiv, sondern objektiv beobachten. Schon fragt, wie das zustande kommt. Eine Lohnpolizei, eine Mietformularpflicht oder eine Frauenquote. Wie kommt das durch einen formell bürgerlichen Bundesrat? Und dann immer 5-2, nicht etwa knapp. Oder? Also das ist schon, da ist etwas schief. Und das hat natürlich zu tun, dass viele breite Bevölkerungskreise sich in dieser Regierung nicht vertreten fühlen. Also Sie haben mehr das Gefühl, es ist ein Protest gegen den Bundesrat, was da im Moment passiert, während Sie sagen, es sind berechtigte Ängste, die die Leute zum Teil spüren. Michael Herrmann, und schalte, vieles Sie, andere mehr. Also, da gibt es ganz viele Faktoren zusammenspielen. Wenn Sie mal als Schiedsrichter einschalten, vielleicht haben Sie noch mal ganz einen Aspekt. Nein, durchaus ein Schiedsrichter, jetzt gerade in dieser Frage. Es ist aber eigentlich auch kein Widerspruch, weil man hat... Zum einen ist es tatsächlich eine Reaktion auf Globalisierung. Es ist eine Reaktion auf Sachen, die passieren. Also 2009 ist ja noch ganz, ist 60% sind noch für Personenfreizügigkeit gewesen. Darauf aber ist sie mehr gekommen, als man erwartet hat. Und jetzt ist das der 9. Februar eine Reaktion auf das gewesen. Aber trotzdem gibt es auch eine Gewöhnung. Das finde ich spannend. Es gibt zwar eine Reaktion, aber in sehr vielen Sachen, die wir uns gar nicht so bewusst sind, verschiebt sich unser Koordinatensystem auch richtig, dass man das Globalisierte viel normaler findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel zurückblendet, 1970, Schwarzenbach-Initiative, dann hat man 10% Ausländer auf 10% einfrieren. Im Jahr 2000 hat man es auf 18% einfrieren. Und das ist der jetzige FDP-Präsident, wo nicht all Jahr ein halbes Prozent mehr, sondern 18% eingeführt. Also das war viel radikaler als Ecopop. Und Ecopop ist eigentlich, wenn man es so historisch anschaut, ja gar nicht so wahnsinnig radikal, weil es lädt ja in noch eine Zuwanderung zu. Aber im heutigen Diskurs gilt das als absolut radikal. Also man hat uns eigentlich haben uns längst daran gewöhnt, dass wir eine Zuwanderungsgesellschaft sind. Also es ist eben nicht so, dass jetzt die Schweiz einfach verschlossen wäre, aber es gibt halt manchmal Momente, wo die Dynamik zu gross ist und dann finden die Leute das so eben nicht. Aber dann gibt es sehr schnell auch wieder eine Gewöhnung. Es ist nämlich erstaunlich, wie gut wir auch uns an die globalisierten Umstände gewöhnen. Aber dann ist die Schweiz aber auch sehr ein flexibles Land, eigentlich, Georg Kohler, kann man sagen. Ja, wo halt sehr pragmatisch am Schluss ja, ich hoffe ja auf das. Ja? Also, und wie soll man sagen, das ist ja tatsächlich eine Leistung von dieser politischen Kultur, wo die direkte Demokratie dazugehört, auch wenn ich im Moment das Gefühl habe, man dürfte ja darüber reden,
ob sie nicht in einer gewissen Art und Weise redressiert werden kann. Aber das ist eine andere Frage. Das Gefühl, es wird ein bisschen ausgereizt. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich. aber jetzt unabhängig von dem, gibt es die pragmatische Anpassungsfähigkeit. Aber ich würde jetzt schon meinen, wir haben jetzt so zwei Diskussionsniveaus gehabt. Der Feusi hat mehr so die unmittelbare politische Struktur. Ja, in Bern. Und, okay, ich finde jetzt den Bundesrat nicht so furchtbar schlecht, aber über das kann man auch diskutieren und so weiter. Und die andere Frage ist die grundsätzlichere. Was macht man damit? Da finde ich schon spannend, was jetzt Michael Herrmann gesagt hat. Und gesagt hat, ja, es gibt einen laufenden Anpassungsprozess. Also irgendwo sagt man, wir müssen in dieser Realität bestehen. Die Frage ist nur, wie weit eben zum Teil mit Hilfe der hochgeschätzten Medien und dann auch direkte Demokratie plötzlich Blockaden eingeführt werden, die gar nicht nötig sind. Und das meine ich, okay, ich verstehe das gut, würde aber ein bisschen dafür sprechen, ja, was Dominik Feuser sagt, so die Protesthaltung eigentlich, gegen die da zu Bern, aber, ja, oder gegen den Bundesrat, ja, aber gegen die Politik. Ja, die wird ja gemacht, das ist ja nicht einfach so, also das wird auch, wie man so sagt, bewirtschaftet. Aber ich habe aber heisst, dass das Volk ein bisschen kurzsichtig ist? Ja, natürlich auch, ist es kurzsichtig, aber das darf aber wenn ja ich dem Herrn Mäder zuhöre, ist das aber, eben gar nicht, im ja, Gegenteil, sondern nein, er sagt ja, es ist im Moment kurzsichtig und das ist eben, hat ja jetzt der Michael Herrmann gesagt, okay, dann haben sie, wir haben jetzt da mal einen Entscheid gefällt, den man begreifen kann, aber wenn wir es nicht überziehen, und dann gibt es die Reaktionen und so weiter. Das ist das Problem. Also ich sage immer, die direkte Demokratie ist auch nur eine Institution in den Institutionen geführt. Wir haben auch ein Parlament, wir haben eigentlich auch noch eine brauchbare politische Klasse etc. Aber was ich noch, das ist noch ein anderer Gesichtspunkt, den ich noch wichtig finde. Man sollte aufpassen, dass man die Probleme vom sozialen Wandel nicht einfach nur kurzschließt mit der Einwanderung. Also vor 20 oder 30 Jahren hat man ja von einer möglichen Zweidrittelgesellschaft geredet. Es ist tendenziell eine Vierfünftelgesellschaft. Das heisst, gewisse schlecht Ausgebildete haben tatsächlich Schwierigkeiten. Und das sind Probleme, die wir haben, aber wo man nicht einfach nur mit dem Zuwandererstrom erklären kann, sondern eben mit dem sozialen Wandel, mit dem industriellen Wandel, und die muss man dann anders abfangen. Also das, denke ich, ist sehr wichtig. Darum, ich würde nicht einfach von xenophob, oder ich denke, es hat viel mit Fremdenangst, aber das ist ein Aspekt und es kommen eben viele andere irgendwo dazu. Der Moloch-Staat, oder wo sie jetzt ein bisschen hochstilisieren. Ich gehöre ja zu denen, die früher amok gelaufen sind, oder gegen die staatliche Kontrolle bis, was weiß ich, bis unter die Bettdecke haben moniert, oder? Und haben den Staat sehr hart auch attackiert. Heute gehöre ich zu denen, wo manchmal der Staat fast mehr in Schutz nimmt, als mir lieb ist. Aber da bin ich im Gleichen eigentlich mit viel liberal argumentierenden Leuten. Oder die Leute, die auch sagen, wenn wir ein Wandel haben, wo die Wirtschaft in den letzten 20 Jahren relativ stark zugelegt hat. Und wir nicht ein gesellschaftliches, sondern ein politisches Korrektiv haben. Nicht der Staat, der von oben nach unten dazu reagiert, aber ein Korrektiv gegenüber, wo man gewisse Verbindlichkeiten aushandeln kann. Wenn wir das nicht haben, dann erodiert viel. Oder? Dann gibt es ein Vakuum und dann laufen wir auch ein Stück weit vor, so ein bisschen in ein autoritäres 21. Jahrhundert uns zu bewegen. Darum finde ich es wichtig, über die Frage der Zuwanderung heraus die Aspekte in den Blick zu nehmen. Also auch, was tut sich in dem sozialen Bereich? Und dort haben wir ja auch gewissermaßen so wie ein Erodieren. Früher war es doch selbstverständlich, oder ein Einkommen sollte länger gewissermaßen Familie zu ernähren. Heute geht die Schleifen ab und zu. Für nicht alle zum Glück, aber für viele Haushaltungen, wo dann der Erwerbsgrad 140-170% in den tiefsten Einkommen immer mehr ausweiten müssen, damit sie überhaupt über die Runde kommen. Und dort, und ich habe viel Kontakt mit solchen Leuten, oder, dort ist einfach die Befindlichkeit eine andere. Aber wenn wir jetzt mal schauen, die Mehrheit in der Schweiz, muss man sagen, denen geht es ja gut. Der grossen Mehrheit. Und zwar so gut, wie es noch nie gegangen ist. Ja, und das soll man auch sehen. Also, man darf das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Wir haben im internationalen Vergleich eine relativ gute Situation. Zum einen und zum anderen, das tut mir auch ein bisschen weh, oder? Zum anderen tun wir natürlich auch recht systematisch viele Leute gewissermaßen einen Weg definieren, wo es nicht so gut geht. Einfach schon statistisch, oder? Indem man nur zum Beispiel die als erwerbstätig und arm zählt, die einen Job haben und wo mindestens 90% erwerbstätig sind und weniger verdienen, als der Anspruch für Sozialhilfe ausmacht.
wenn man denen ihre Kinder, wenn man alleinerziehende Mütter, die nicht 90% arbeiten, dazuzählt, dann gibt es eben schon fast 500.000. Also dort ist manchmal aus den Augen, aus dem Sinn. Absolut korrekt. Bin ich mit Ihnen einig, Herr Mäder. Aber wenn ich jetzt überlege, wer zum Schluss eben dann wirklich zu sagen hat, das ist ja dann die Mehrheit, die faktische Mehrheit. Mhm. Und dieser Mehrheit geht es ja eigentlich gut. Und wenn ich jetzt probiere zu überlegen, was passiert bei den Abstimmungen, dann weiss ich nicht genau, um was es geht. Will die Mehrheit Besitzstandwahrung, schauen, dass alles so bleibt? Will die eine Vermehrung? Und dann frage ich mich, warum setzt sie dann so ein Vertragswerk in die Bilaterale zum Beispiel aufs Spiel? Mit der Abstimmung vom 9. Februar. Das verstehe ich noch nicht also, ganz. Jetzt kommt mir schon noch ein Beispiel in den Sinn. Es ist nicht lange her, oder? Dann hatte ich Besuch von einem bisherigen Kantonalpräsident von einer freisinnigen Partei immerhin und in einem Kanton, wo sie einmal geschafft ist, Vizedirektor von einer grösseren Bank war. Und jetzt ist er arbeitslos, oder? Geht am Sonntag nicht mehr auf den Golfplatz. Der ist zu mir gekommen, geht aufs RAF. Der sieht die Welt heute völlig anders. Und da habe ich schon das Gefühl, es gibt viele Leute, die auch so etwas mitbekommen, auch Teil von der sogenannten Mittelschicht, ich will das nicht strapazieren, wo zum Teil genau am meisten das machen, was immer heisst, sei mobil und sei flexibel. Mhm. Bislang ist das gut gegangen. Heute häufen sich just die Abstiege in diesem Segment. Und die Leute merken es, wir haben es zum Teil noch zu wenig diskutiert, aber die Leute merken es. Und das gibt schon eine Disposition, die auch ein bisschen die Anfälligkeit erhöht, wenn dann etwas so klar und so einfach daherkommt. Aber das wird auch propagandistisch ausgeschlachtet. Ich meine, wenn Sie den Altersbericht von der OECD gelesen haben, dann sehen Sie dort rein, dass es niemand so gut macht wie die Schweiz mit den 55-Jährigen und plus die auf dem Arbeitsmarkt sind. Ja. Das war eine wunderbare Nachricht. Wir haben nachher aber überall geschrieben, ja, die haben ein riesiges Problem. Das ist einfach nicht wahr. Und Sie müssen ehrlich sagen, es gibt noch eine andere Armutsdefinition als die, die Sie jetzt gebracht haben. Oder Eurostat rechnet mit 9 Sachen, die man sich leisten muss. Ein Fernseher gehört dazu, ein Kühlschrank gehört dazu. Und wenn man von diesen 9 Sachen 4 sich nicht leisten kann, dann gilt man als arm. Und wissen Sie, wie viel Prozent in der Schweiz denn arm sind, wenn man es so definiert? 1 einziges Prozent. Oder es gibt so etwas wie eine Armutspornografie bei den Medien und in der Wissenschaft, wo das einfach produziert. In der Schweiz ist es uns geht so gut, wir haben nicht so ein grosses Problem, wie Sie es darstellen. Aber warum gefährden wir das? Warum gefährden wir, dass es so gut geht? Wenn man die Bilaterale aufs Spiel setzt, dann gefährden wir ja den wirtschaftlichen Wohlstand, den wir haben. Das ist möglich, aber das kann man auch bestreiten. Weil, ich meine, die bilaterale Eis, das ist ein Paket, okay? Die Guillotine-Klausel hätte nie sollen eingehen sollen, haben wir jetzt halt. Das sind 5 Abkommen, da gibt es einige darunter, die uns wehtun. Aber das sind eigentlich auch die, zum Beispiel die technischen Handelshemmnisse, wo ich überzeugt bin. Da hat die EU ein grosses Interesse, dass man das weiterhin hat. Es gibt auch süddeutsche Firmen, die sehr gerne in die Schweiz importieren. Wenn sie die technischen Anforderungen an 2 Orten angeben müssen. Ist das der grösste Wahn, den Sie vorher erwähnt haben? Nein. Aber, also ich will jetzt zuerst den Michael Herrmann hätten. Ja, er hat jetzt aber intervenieren, genau. Ich weiss dann noch, was ich sagen will. Ja. Dann noch mal zu dieser Frage, wieso kommt man jetzt darauf, das zu gewähren? Weil eigentlich geht es uns als Land global gesehen so gut wie noch nie. Aber gleichzeitig gibt es schon Sachen, die nicht mehr sind wie früher. Sicherheiten, die nicht mehr da sind. Respekt, der vielleicht nicht mehr da ist am Arbeitsplatz. Der ganze Druck und die Dynamik von der Globalisierung. Das ändert sich ja tatsächlich. Und ich denke einfach, was in der Schweiz ein bisschen passiert ist, mir hat alles, was sich geändert hat, sehr stark mit der Zuwanderung verknüpft. Und das ist ja etwas, was in den letzten Jahren ganz offensichtlich passiert ist. Also wir haben ganz offensichtlich seit Anfang Nullerjahr, eigentlich vor der Personenfreizügigkeit, ist ja das bereits passiert, eine starke Zunahme von Zuwanderung, auch von Hochqualifizierten, die auch eben andere Leute gesehen haben, okay, das betrifft auch mich. Und alles, was in diesem Strukturwandel eigentlich passiert ist, was ohnehin passiert wäre, hätte man dann halt im einfachsten können mit der Zuwanderung verknüpft, wo die sich ja auch bewegt hat. Und das ist so ein etwas Menschliches, dass man Zeit sozusagen, Zeit wird so als Variable, wo man Sachen kann verknüpfen kann, die gar nicht zusammengehören. Oder? Aber diese Verknüpfung ist sehr stark gemacht worden. Und die Verknüpfung haben ja beide Seiten gemacht. Also die gesagt haben, uns geht es wirtschaftlich so gut, weil man so viel Zuwanderung hat. Und gleichzeitig hat die andere Seite gesagt, wir sind bedroht, weil wir so viel Zuwanderung haben. Also das ist ja das Widersprüchliche irgendwo am Schluss, also oder nicht? Ja? In einer komplizierten Situation hat man natürlich das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen. Und erst recht, wenn Sie natürlich ständig politisch etwas entscheiden müssen. Das ist ein Nachteil von der direkten Demokratie. Sie hat viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, also dass da gewisse Sachen zusammengenommen werden. Ich finde aber die Diskussion jetzt über Sozialstaatlichkeit und Sozialpolitik vorhin noch interessant. Das sind auch wieder 2 Ebenen. Natürlich ist die Schweiz reicher und auch die
Schweizer Arme sind reicher als alle anderen. Das Problem beim, wenn man so will, Gefühl, Armut sein, ist ja die Anerkennung, ist also sozusagen die Achtung und Selbstachtung, also das sehr stark subjektive Gefühl. Und da kann man schon sagen, ein Folge oder eine Konsequenz von dieser Bewegung, die wir unter dem Titel Globalisierung oder wie auch immer festmachen, ist, dass die Gegensätze grösser geworden sind. Also die Reichen und die, die Gewinner oder wie auch immer sind von dieser Globalisierung, die haben sehr grosse Vorteile gehabt. Die anderen sind längst nicht am Abfaulen. Aber sie sind, sie sind relativ schlechter. Auf der Gefühlsebene kann man das... Finanziell im Frank und Rappen, ja, kann man das schon... Aber die Gefühlsebene spielt... Kann ich schon gerne kurz präzisieren. Also ich finde auch, die Anerkennung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, die philosophische Diskussion ist im Moment sehr stark. Anerkennung, Axel Honneth und so weiter. Ja. Aber Nancy Fraser tut zu Recht auch sagen, also so wichtig die Anerkennung ist, es geht auch noch um die Aspekte der sozialen Ungleichheit. Und da kann ich in einem Bereich kann ich Ihnen zupflichten, also gerade was Sie in Bezug auf die älteren Leute sagen. Oder? Das dünkt mich ja genau etwas, was ich nicht ganz verstand. Wir haben den Diskurs, oder immer mehr Alte, die sollen, das kostet mehr. Die Anteile nehmen zu, bis zum Jahre 2035, oder? Und dann gehen sie wieder zurück. Aber der demografische Diskurs ist völlig überhöht, gewissermaßen auch wieder Zuwanderungsdiskurs. In Bezug dann aber, wie viel Bereich es wirklich knapp durch müssen, oder? Die Statistik, die Sie erwähnen, also der Kohler hat aus meiner Sicht völlig recht, die soziale Ungleichheit verschärft sich insofern, oder? Wenn man nur zum Beispiel die Löhne im Durchschnitt nimmt, natürlich steigen sie. Aber nicht für alle. Wenn man schaut, was die Leute wirklich im Portemonnaie haben, also wenn man Ausgaben für Miete, für Gesundheit, für Steuern und für Versicherungen abzieht, dann sieht es bei den untersten 10% ein bisschen anders aus. Oder da verändert sich etwas. Die soziale Sicherheit. Niemand merkt es. Oder? Wir haben seit 10 Jahren, natürlich steigen auch dort Ausgaben, aber der Anteil von diesen steigenden Ausgaben an unserem gesamtgesellschaftlichen Reichtum am Bruttoinlandprodukt gehen seit dem Jahr 2004 zurück. Obwohl der Reichtum dieser Weg zunimmt, sinken die Anteile von 23,5% auf 20,3%, wenn Sie die neueste Statistik, die 2013er Statistik, wenn Sie alle sozialen Versicherungen zusammentun, oder? Wo zusammen in absoluten Zahlen steigen, aber relativ zum Bruttoinlandprodukt, weil das ja zum Glück auch wächst, oder? Sinken die Anteile. Und da habe ich schon den Eindruck, das macht mir Mühe. Da müsste doch irgendwo, gerade bei den unteren Einkommen, die Entwicklung mit der Zunahme der Produktivität können Schritt halten. Und das ist leider nicht der Fall. Aber komm, relativ zum Staatshaushalt steigt es eben immer noch. Nein, steigt doch nicht. Auf 26% 2012. Nein, das sind die Einnahmen, die Sie meinen. Oder? Zum Glück steigen die Einnahmen. Meine, natürlich steigen aber, die. Aber das, also beweist, die Einnahmen, dass der Staat etwas falsch macht. Das beweist ja, dass der Staat einen Fehler macht, dass er offensichtlich eben mit dem Geld nicht weiss, was machen. Gut, klar, aber darf ich da schnell einfach schnell eine Verständnisfrage stellen? Herr Mäder, wenn ich Ihnen zuhöre, verstehen Sie in dem Fall all die Leute, die Ja gesagt haben zur Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar? Ich habe ja zum Teil auch plötzlich gestaunt, oder? Was für Leute Ja sagen. Von dort her habe ich auch vor dieser Abstimmung am 9. Nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Also, weil irgendwo die Ängste rum waren. Genau, ja. Aber sind wir ein Volk von Angsthasen geworden? Weil einerseits haben wir eben die gut verdienen, die nicht wissen, ob sie ihre Stelle behalten können, ob sie ihren Besitzstand wahren können. Wir haben die Leute, die wenig haben, die immer weniger haben. Sind wir ein bisschen gelähmt vor lauter Angst, dass wir im Moment so... Eben so eine Identitätsfrage überhaupt mit diskutieren. Ja, sind wir nicht, aber nervös, würde ich sagen. Ja, ja, also, genau. Würden Sie sagen, wir sind ein Volk von Angst, also in dem Fall? Nein, nervös. Aber, das sind auch andere, Aber ja. Interessant ist doch auch, dass jetzt, ich habe eigentlich erwartet, so ein bisschen, oder auch sehr viel erwartet, dass nach dieser Abzockerinitiative, auch jetzt das Thema von der Bonzen und Abzocker, eben, dass das jetzt weitergeht. Aber wenn man jetzt noch schaut, was jetzt in der letzten Zeit auch passiert ist, ist, dass lauter Abstimmungsentscheide in eine andere Richtung gegangen sind. Also jetzt zuletzt Pauschalbesteuerung. Müssen wir sagen, wenn es eine ideal formulierte linke Initiative gibt, dann das. Oder sie reiche Steuern Ausländer. Die perfekte Neiddebatte. Genau. Ja. Oder eigentlich. Ja. 5'000, was betrifft. Ja. Also, 3 Millionen. Und nicht einmal da. Und Mindestlohn, ja, wo ja noch weniger Zustimmung hatte als jetzt Ecopop. Also, das zeigt doch irgendwie, dass offensichtlich das nicht sich politisch übersetzen. Also, es ist ganz punktuell
wo das sichtbar wird. Aber jetzt bei sozialpolitischen, wirtschafts- finanzpolitischen Vorlagen offensichtlich nicht. Das würde aber ein bisschen für die Nervositätsthese von Herrn Kohler sprechen. Also im Prinzip sind wir so ein bisschen, eigentlich wissen wir haben es gut, wir müssen schauen, dass es so bleibt. Und zwischendurch haben wir so ein bisschen nervöse Ausschläge. Ja, nein, aber zum Teil finde ich jetzt das gar nicht so einen grossen Gegensatz zum Ja von der Pauschal. Besteuerung, dass man sagt, machen das weiter und dem Ärger über die sogenannten Abzocken. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Okay, wenn wir jetzt da die Reichen bei uns haben, die wenigstens da noch einkaufen und ein bisschen Stütze bringen, ist zwar ungerecht, aber wir profitieren. Ungerecht ist es im Grunde noch eher gegenüber Frankreich und so weiter, aber ja, also wir schauen für uns. Aber eigentlich müsste es einen Aufstand geben von denen, die immer weniger haben. Die müssen sagen, es ist doch ungerecht, was da passiert. Ja, was heißt, da gibt es ja nicht. Aber das ist ja das, was mir am meisten fast Angst macht, oder? Dass ich ja merke, dass Leute, ich meine, so vor 20 Jahren, oder, ist Bereitschaft von sozial Benachteiligten ganz gross gewesen, alles auf die eigenen Schultern zu nehmen. Mhm. Ich bin selber schuld, dass sie so wenig verdienen und so weiter. Das hat sich ein bisschen, würde ich jetzt sagen, auch dank Medien geändert, weil Transparenz doch etwas grösser geworden ist. Mhm. Das heisst aber, dass die Leute einfach ein bisschen mehr wütig sind, empört sind, aber koppelt mit der Verunsicherung, die Sie auch angesprochen haben, oder? Kann das dann eben auch dazu führen, dass man wieder den Halt suchen geht, oder? Und dass man dann halt, also dann sagen wir Verkäuferinnen, also ja, wenn es den Reichen schlechter geht, dann geht es uns allen noch mehr schlechter. Mhm. Also muss man gewissermaßen auch ein bisschen die stützen. Also da habe ich den Eindruck, die gibt es schon. Der Max Frisch hat mal gesagt, j'adore ce qui me brûle, oder? Also dass man dort auch gewissermaßen eine Politik mitstützt, die sich nicht immer nur für die eigenen Interessen einsetzen. Es gibt auch eine Gewöhnung. Das ist genau das Gleiche wie mit der Zuwanderung. Es gibt eine Gewöhnung an soziale Gegensätze. Das ist schon interessant, dass zum Beispiel bei der Abzockerinitiative die Jungen viel weniger zugestimmt haben als die Älteren. Also die Älteren, die noch so in der 60er, 70er Jahre sozialisiert wurden, wo das eben, wo der Chef nicht viel mehr verdient hat als der Angestellte, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu Geld als heute in der globalisierten Welt, wo Roger Federer so viel mehr verdient, wo es die internationalen Unternehmen gibt. Also auch da gibt es eine Gewöhnung. Aber die hat doch Ursachen, die Gewöhnung. Also ich würde jetzt sagen, ich meine, früher haben wir ein politisches liberales Verständnis in der Schweiz. Also Arbeit ist etwas Wertvolles. Oder? Und wie viel Wert Arbeit ist, das muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein zum Kapital. Und 50er, 60er, 70er Jahre sind ja die sozialen Ungleichheiten zurückgegangen. Ich denke, 89 haben wir jetzt vor ein paar Wochen gefeiert, die 25 Jahre, wo wir ja Gott froh sein können, das Aufbrechen von dem West-Ost-Gegensatz. Aber seither haben wir schon mehr ein Überlagern von dem finanzliberalen, von dem politisch-liberalen Verständnis durch ein finanzliberales Verständnis, wo das Geld viel wichtiger ist. Und dort ist natürlich auch die Akzeptanz von der sozialen Ungleichheit viel mehr legitimiert. Das heisst, das dynamisiert unsere Gesellschaft, oder? Mhm. Ich habe ja vorher das Wort abgeschnitten, haben Sie ja, sagen, also, ja, ich wollte sagen, in dem Zusammenhang von dem Unterschied Eintinitiativen, Minderinitiativen und die abgelehnte Pauschalbesteuerungsinitiative. Ich glaube, es ist wichtig, was Michael Herrmann vorhin gesagt hat, nämlich, dass meine Generation gefunden hat, im Rahmen von der Arbeit, der Chef ist, soll ruhig mehr verdienen, aber die völlig absurden, also anders kann man es ja nicht bezeichnen, absurde Differenzen mit dem Finanzkapitalismus zusammen, die gehen nicht mehr. Mhm. Und auch natürlich eine gewisse Abkopplung von dieser globalen Klasse, wo fünf Jahre an einem Ort ist und dann mit 10 Millionen verschwindet und an anderen Ort. Das hat auch einen schweizerischen Konsens gestört. Und zum schweizerischen Konsens hat es eben gehört, dass der Chef meinetwegen so Patron-Charakter gehabt hat, dass das vorbei ist, das ärgert die Leute zu tiefst. Man akzeptiert es oder nicht, aber das ist ein Grummeln da. Aber zu dieser Schweiz, die ich gut kenne, von den 60er Jahren, hat sie immer gesagt, ja, Gott sei Dank haben wir noch ein paar Niarchos und andere in Gstaad und in St. Moritz sollen doch die Stütze da ausgeben. Dass das eine Ungerechtigkeit nicht in der Schweiz ist primär, also gegenüber unseren sehr Reichen auch, aber primär eben gegenüber den Staaten, die sie nicht mehr zahlen, das hat man weitergehend nicht angenommen. Also insofern ist das kein Gegensatz, aber das Gemeinschaftsgefühl, die Solidarität von der Schweiz, die man in der Arbeitswelt hatte und die noch lange
bis weit oben, selbst im Bankenkreis vorhanden ist, dass das verschwunden ist, das war eigentlich der Auslöser von dieser Abzockerwut. Mhm. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass etwas durcheinander gekommen ist. Also ich glaube auch, dass die soziale Frage, die Ueli Maeder ja angetönt hat, dass die wieder akut wird, wie dann der Sozialstaat umgeht. Mhm. Ob er jetzt alles zahlt oder nicht, das ist dann eine Frage zwischen links und rechts. Und da tut mir leid, Ueli Maeder, bin ich vielleicht ab und zu auf seiner Seite. Und darum sitzt jetzt ja da, wo sie sitzen, der Kohle. Ich finde, man kann nicht alles zahlen. In dem Sinne, also man darf den Sozialstaat, das ist der von uns beide geschätzte Jürgen Habermas, sagt ja auch, es gibt dort zum Teil eine administrative... Aber das ist nicht eine Frage von links und rechts. Also ja. Ich nehme gerne zum Beispiel die Tradition von der christlichen Soziallehre auf. Oder bis zurück zu den päpstlichen Enzykliken. 1931. Das ist dort auch mal Subsidiarität und Solidarität. Ja, und das Dritte ist Personalität. Aber und bevor wir so weit zurückschauen, genau. Würde ich gerne noch einen Schritt voraus schauen. Und sehr zwar, gut. Wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, merke ich, wir sind ein Land, das im Moment auf der Suche ist, nach wer sind wir eigentlich? Also wir schlingern ein bisschen, wir sind aber ein wir nervös. Haben erstaunlich wenig Krach miteinander. Ja, ja, aber es ist eine Diskussion auf höherem Niveau. Ja. Mir gefällt das sehr, was wir jetzt erörtert haben, spüren. Wir sind irgendwo in einer Verunsicherung im Moment. Wir schlingern ein bisschen, wir sind ein bisschen nervös. Wir sind auf der Suche nach wer sind wir eigentlich? Wie lange können wir uns das noch leisten und wann werden die Schicksalsfragen kommen? Ich denke, wir brauchen sicher bald eine Klärung, in welchem Verhältnis stehen wir zur EU? Wie gehen wir da weiter? Was denken Sie, Herr Maeder, wie geht es weiter? Wie muss es weitergehen? Also ich komme ja ein bisschen aus dieser 68er-Generation und wir haben immer gewusst, wo es lang geht. Auch wenn wir das Kapital von Karl Marx zweimal gelesen haben. Und heute bin ich eigentlich noch froh, wenn es auch Leute gibt, die eine gewisse Verunsicherung zulassen. Das kann auch eine Qualität sein. Also wenn man immer voreilig schon weiss, wo es durchgeht. Oder, also das Zulassen von einer gewissen Unsicherheit finde ich etwas Wertvolles. Im Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, der Émile Durkheim, «De la division du travail social», oder wo die Arbeitsteilung, haben wir das Gefühl gehabt, jetzt geht die Welt auseinander. Und dann haben wir gemerkt, nein, natürlich verunsichert das. Es gibt vielleicht sogar eine Erhöhung der Selbstmordrate und. Aber es gibt wieder neue Arten, wie man einen gesellschaftlichen Zusammenhalt konstituieren kann. Und das halte ich auch heute für möglich. Ich würde sagen, es ist eine Qualität, dass man vielleicht nach einer notwendigen Phase der Individualisierung auch heute merkt, dass es so ein bisschen in dieser gesuchten Anonymität und in dieser Coolness allzu cool geworden ist, dass man zwar bei den heutigen Jungen, da denke ich, sind die weiter als wir, dass die eher in der Lage sind, mit einer gewissen Pluralität umzugehen, dass also Identität und auch Authentizität eben nicht mehr ist, man sucht den inneren wahren Kern oder und dann weiss man, wo es durchgeht, sondern das Zulassen von Ambivalenzen, von Widersprüchen, das kann eine Qualität sein. Aber ich glaube, es muss weitergehen. Und da habe ich den Eindruck, das gibt auch ein Bedürfnis bei vielen Leuten, heute wieder neue Verbindlichkeiten zu suchen, das ohne dass es von oben nach unten oktroyiert wird, ohne dass es so angstprägt aus der Not kommt, sondern dass man so, wie wir jetzt diskutieren, dass man es mehr aus freien Stücken miteinander versucht zu vereinbaren, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen. Halte ich für eine Chance. Darum, ich frage mich manchmal, wieso dass ich noch zuversichtlich bin. Es hängt wahrscheinlich mit dem zusammen. Ja? Dominik, sind Sie ähnlich zuversichtlich oder denken Sie, es kommt demnächst zu einer noch gröberen Spaltung in der Schweiz, wenn es nämlich darum geht, wenn wir mit der EU zusammengehen oder wenn wir ohne EU gehen? Ich bin sehr zuversichtlich. Und zwar, weil wir die Instrumente haben in unserem politischen System, wo eigentlich der Diskurs, den Ueli Maeder antönt, ja immer wieder anzieht. Oder? Und dann haben wir wieder mal einen Sonntag, haben wir aber nur 3 Wochen Ruhe, dann geht es ums Nächste. Nächstes Jahr haben wir auch Wahlen, dort wird es auch wieder darum gehen, um Ausrichtungen. Ich denke, da können wir Schritt für Schritt weiter. Oder? Ich habe einfach eine andere Diagnose. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir in einer individualistischen Zeit leben, wenn man die Steuerquote von 55% anschaut. Oder? Wir haben noch nie so viel Steuern gezahlt im Durchschnitt in diesem Land. Und ich erinnere mich eher an einen John Stuart Mill, der halt von einem Terror der Gesellschaft redet. Oder? Wenn man so viel von seinem Individuum, von dem, was man verdient hat, muss abliefern, für einen Staat von Leuten, die dort arbeiten und nachher netto nicht mehr Steuerzahler sind, sondern Steuerverdiener, die auf Kosten von anderen leben und die so ineffizient funktioniert, der All-You-Can-Eat-Staat, der wird irgendwann nicht mehr funktionieren, der ist nicht mehr zu zahlen. Mhm. Irgendwann. Der muss radikal effizienter werden. Mit EDV klappt das nicht bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Das haben wir gelernt, von Skandal zu Skandal. Sehr viel Geldbach ab. Ja. Wie funktioniert das? Wie wird der Staat wieder schlank und so effizient,
dass er seine wichtigsten Aufgaben kann lösen kann. Das ist für mich die wichtigste Frage. Und Sie haben das Gefühl, das Individuum auf der Straße, der Mensch auf der Straße stellt sich die Frage auch. Haben Sie das Gefühl, das treibt die Leute wirklich um? Oder sind es nicht andere Fragen, die Leute um? Ich glaube, wenn der Herr Mäder erzählt, die Kassierin im Einkaufszentrum merkt instinktiv, dass eine Pauschalbesteuerungsinitiative nicht gut ist für sie, dann glaube ich, dass sie letztlich irgendwo durch etwas von einer ökonomischen Vernunft hat, wo viele Experten in diesem Land oder Politikerinnen und Politiker vielleicht nicht haben. Aber wissen Sie, dort kommt, glaube ich, schon noch etwas Psychologisches ins Spiel. Das Eingeständnis, dass etwas nicht okay ist, oder? Das ist auch ein Appell an einem selber, etwas zu verändern. Und wenn man schon missliche Erfahrungen mit Veränderungen gemacht hat, dann ist die Angst zu gross, dann sagt man lässt es lieber, wie es ist. Herr Kohler? Ja gut, also der Dominik Feuss hat jetzt ein neues Fass aufgetan. Ja, oder ein grosses, ein altes, darum habe ich es probiert zurückzubringen. Ein altes Fass. Und da wäre ich jetzt in vielen, das ist jetzt schon ein bisschen der neoliberale Diskurs von 19... Neoliberal, geht mir zu weit, von 1990 und so weiter. Und da kann ich nur sagen, wenn man so schaut, was in den USA passiert ist, zum Beispiel Bildung. Also ein Großteil geht ja an Bildung und wir haben gute Universitäten. In Amerika haben sie ein paar Spitzenuniversitäten und viele sind auch schlechte. Also soll heissen, das Geld vom Staat wird ja nicht einfach nur dumm angelegt. Also über das könnte man reden, aber es ist, finde ich, eine ganz andere Frage. Und wenn man zurückkommt, ich glaube schon, Sie haben ja gefragt, kommen, wenn man so will, Schicksalsfragen. Ja, also die Frage Schweiz und Europa ist für mich eine. Und man kann sie so oder so beantworten. Wo es auch wieder eine Identität gibt, wahrscheinlich als Land, oder? Ich bin selbstverständlich der Meinung, also aus all dem, was ich sage, dass man in der Schweiz sollte, die bilaterale und den bilateralen Weg nicht aufs Spiel setzen und auch durchaus gewisse institutionelle Einbußen in Kauf nehmen. Sie sind vielleicht anderer Meinung. Wir können es ja ausprobieren. Also ich glaube, es kommt nicht gut, wenn man... Kann man ein bisschen EU mal schauen und dann wieder weggehen, unter Umständen? Oder? Ja, man kann ja dann... Also, nein, wenn man kann zu der EU gehen und dann hat man es geschenkt, das ist klar. Das wird zweifellos... Also eben auf dem bilateralen Weg, es wird zweifellos gewisse Einbußen geben von der direkten Demokratie. Es hat gar keinen Sinn, das zu leugnen. Ich würde das in Kauf nehmen. Man kann auch sagen, machen wir den Auszug ins Galierdorf. Nach Asterixien. Ich würde sagen, wahrscheinlich macht man dann schlechte Erfahrungen und 10 Jahre später kommt das nochmal. Ich bin offen für beides, bin schon alt genug und es nimmt mich Wunder, wie es rauskommt. Aber diese Schicksalsfrage haben wir und da gibt es nur entweder oder. Und mit so Fragen setzt sich Michael Herrmann unter anderem auseinander. Was haben Sie das Gefühl, in welche Richtung geht es? Das Wort, wenn ich nie aussprechen kann, wo man sich isoliert und, Asterix sind, zum Georg Kohler sagen. Oder das andere eben öffnen, mit anderen mitgehen, zum Beispiel mit der EU. Was denken Sie, in welche Richtung wird sich die Schweiz entscheiden? Oder muss sie sich entscheiden? Das sind 2 verschiedene Sachen. Was mir eigentlich jetzt von diesen Veränderungen am meisten Sorgen macht, ist, und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, so der alte Gemeinsinn ist am erodieren. Oder das alte, auch der Filz, der ja auch eine Art von Gemeinsinn war, ist nicht mehr so da. Und die einen sagen, es geht mehr Richtung Liberalismus und Individualisierung, und die anderen sagen, es geht mehr Richtung Staat. Es ist ja beides weg von dem traditionellen Gemeinsinn. Und wo ich das als grösste Herausforderung finde, ist bei unserem politischen System. Und das politische System ist ein ganz spezielles, ist immer noch spezielles, weltweit. Und das lebt irgendwie davon, dass alle ein bisschen Amateure sind, dass alle ein bisschen am Ganzen mitmachen. Und was ich ein bisschen Angst habe, auch jetzt gerade auf die Entscheidung her, ist, wir haben eine enorme Professionalisierung vom politischen Marketing. Initiativen, Direktdemokratie, werden eben extrem, nicht vom Ecopop-Verein, aber von der SVP, wenn wir es gerade beim Namen nennen, sehr professionell gemacht. Und die SVP ist ja nicht einfach eine kleine Aussenseitengruppe, sondern sie ist zugleich parlamentarisch sehr stark. Und das, was jetzt beispielsweise bei den Zweitwohnungen passiert ist, dass die SVP gesagt hat, okay, wir legen jetzt das nicht so eng aus, das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, wenn eine so eine starke Partei bei so einer zentralen Frage jetzt so einen Hebel überkommt. Und das, da fürchte ich mich ein bisschen davor, dass sie, dass vielleicht die SVP das gar nicht, oder die Leute das gar nicht so wollen, aber sie sind auch ein bisschen getrieben von ihrem eigenen Erfolg, von ihren eigenen Leuten. Und dass sie nicht mehr aus dieser Blockadenhaltung raus können, dass sie nicht mehr quasi wieder die Hand reichen und sagen, wir brauchen am Schluss einen Kompromiss. Heißt das, Sie haben das Gefühl, wir rennen in eine Blockade rein und erst aus deren heraus gibt es eine Lösung und vorher passiert eigentlich nichts? Also die Spannungen nehmen zu. Also so habe ich es ja auch gesagt. Und das gesagt hat sie endlich. Ja. Und wenn wir uns dann aber mal in dieser totalen Blockade befinden, dann wird es
wird es ein Fessel sprengen brauchen, wahrscheinlich, oder? Und in welche Richtung geht es dann? Passiert einfach etwas. Ich denke am Schluss, wenn man nicht irgendwie zu viel kaputt macht, geht es auf einem pragmatischen Weg weiter. Und der aber ist mit der EU oder ohne EU? Mit der EU, aber vorläufig nicht in der EU. Nein, nein. Aber mit der EU. Aber es kann natürlich dumm laufen. Man hat es beim Luftverkehrsabkommen gesehen, wo man zuerst gedacht hat, wir machen das, wir wollen ein besseres Abkommen und jetzt hat man gar nicht rechts. Oder? Also es ist nicht so, dass am Schluss dann immer der bessere Vertrag noch auf der Straße liegen. Und da habe ich ein Angst, dass wir uns dort ein bisschen überschätzt oder dass wir aufgrund von so einer Politmarketing-Logik nicht mehr zu den Kompromissen kommen, die nötig wären. Herzlichen Dank, Michael Herrmann. Herzlichen Dank, Oli Meder, Dominik Feis und Georg Kohler, für die angeregte, spannende Debatte. Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für das Interesse. Mit dieser heutigen Basler Zeitung Standpunkt-Sendung möchte ich mich verabschieden von Ihnen. Und zwar ganz verabschieden. Das ist meine letzte Basler Zeitung Standpunkt. Nach 7 sehr spannenden, sehr anregenden Jahren habe ich mich entschieden, Produktion und Moderation von dieser Sendung abzugeben. Im Namen von der Produzentin Michelle Rameau und mir möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für das Interesse in diesem Jahr. Basler Zeitung Standpunkt geht selbstverständlich noch weiter. Und zwar zunächst mal in 3 Wochen, dann mit dem Markus Bratzeller als Moderator. Haben Sie es gut, schöne Advents- und Weihnachtszeit, guten Start ins neue Jahr. Auf Wiedersehen miteinander.